Da mich doch noch eine Kleinigkeit hier stört, möchte ich das Backend-Layout nochmal ein bisschen erweitern. Und zwar hatte ich euch in der letzten Folge schon gezeigt, dass es ein kleines Problem gibt mit diesen Paddings durch das Grid-System. Und ich möchte das Grid-System zumindest jetzt erstmal auch im Backend nutzen, vielleicht auch später noch im Frontend. Es sind auch nur kleine Änderungen, die man erstmal durchführen muss. Und deswegen machen wir das auch mal. Ich möchte euch das Problem mal kurz demonstrieren. Und zwar, wenn wir hier eine Coll 4 einführen, also die ein Drittel breit ist, weil das Grid-System von Bootstrap ja mit 12 Spalten arbeitet, dann habe ich folgendes Problem. Ich führe hier mal Text ein und wenn ich das hier lade, dann seht ihr, hier stimmen die Abstände jetzt nicht. Im Moment ist das hier eine Linie, hier ist noch so ein bisschen Padding, das ist okay, aber es ist prinzipiell korrekt, dass das hier so am Ende aufhört. Und was wir jetzt machen können, wir können jetzt hier in der Headbar zum einen dieses No Padding einmal rausnehmen. Dann sehen wir, dass das sich so ein bisschen verschiebt hier. Und dass wir hier unten, wo Row, Line, Item, Center, Justify und so weiter, das klaue ich einmal raus. Und dann führe ich hier diese Coll 12 ein, also ja die volle Breite nehmen soll. Und füge die Klassen hier wieder ein und diese beiden kopiere ich einmal hier rein und dann schiebt sich das auf die entsprechende alte Breite wieder zusammen und dann kann ich auch in meiner Views Admin einfach an dieser Stelle ganz normal die Coll 12 benutzen, den Inhalt da reinschieben und dann habe ich das alles sauber ausgerichtet und es passt alles schön. Und das würde ich ganz gerne jetzt erstmal fürs Backend benutzen. Ihr seht, das ist hier schön in einer Flucht und in einer Linie. Ob man jetzt dieses No Padding da oben unbedingt rausnehmen muss, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Man kann mal schauen, wie es jetzt aussieht, wenn ich das No Padding da drin lasse. Ja, das sieht nicht so praller aus und ich würde es einfach jetzt so lassen. Und dann haben wir hier eigentlich eine gute Voraussetzung für ein gutes Design. Und ich hoffe, dass das auch dann hiermit funktioniert. Naja, gut, hier kommt es dann wieder zu Problemen. Ja, Moment, das ist aber hier ein Bug, weil hier oben der Text noch umbricht. Das müssen wir mal ein bisschen bearbeiten. Das liegt wahrscheinlich auch nur einem kleinen Problem. Ja, das haben wir schnell gelöst. Und zwar, indem wir hier sagen, Coll. Moment. Also ich würde das, glaube ich, einfach überall auf Coll 6 lassen. Mal schauen. Also hier geht es drum. Es könnte sein, dass wir dann hier sind. Ah, okay, dann passt es da mit den Buttons nicht mehr. 5 und 7. Ja, ist jetzt hier ein bisschen Spielerei im Moment. Also so würde es sogar passen. Da dann aber auch wieder nicht. Da ist dann schon der nächste Breakpoint wahrscheinlich erreicht. Das müssen wir mal durchprobieren, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich lasse es mal so, wie es ursprünglich war eben. Und ich löse das Problem dadurch, dass ich hier mal die Telefonnummer und das Ding erstmal rausnehme. Und wir schreiben hier mal folgt rein, dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir da was reinschreiben oder Suchfeld reinmachen oder was auch immer. Und dann ist das Problem erstmal verschoben. Wobei ich auch hier sehe, natürlich, das sollte auch noch nicht der Fall sein. Ja, das müssen wir mal gucken, das kriegen wir aber gelöst. Wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir hier Funktionalität reinkriegen. Das Ganze machen wir jetzt im nächsten Tutorial, indem wir jetzt endlich damit starten, die Formularfelder anzufügen, um dann auch Inhalte anzulegen.